Kapitel 7. Kapitel 7 von, ich muss mal kurz gucken, ich habe hier mein kleines Büchlein. Da steht, wie viele Kapitel es insgesamt gibt. Es gibt insgesamt Patrick, wo sind wir? 8 Kapitel. Kansas? Ich glaube nicht. Aber wo wir auch sind, wir sollten besser. Wow, es ist der Zyklop! Vielleicht will er unser Freund werden. Nope. Darauf würde ich nicht wetten. Oh, no. Ja, okay, ich kann mit dem französischen Akzent übrigens aufhören, glaube ich. Die Hitze von dieser Lampe ist so intensiv. Ich kann mich nicht bewegen. Wem sagst du das? Das sieht nicht wirklich gut aus, Patrick. Du meinst, wir werden nicht die Krone kriegen, die Stadt retten. Nein, nicht. Haltet durch, meine Freunde, ich glaube, bitte. Wir werden noch nicht einmal uns selbst retten, Kumpel. Ich glaube, was alle über uns gesagt haben, ist wahr, Patrick. Du meinst, dass wir attraktiv sind? Nein, dass wir nur Kinder sind. Ein paar Kinder, die sich selbst im Weg stehen. Wir waren von Anfang an verdammt. Ich meine, schau uns an. Wir sind noch nicht einmal in die Nähe der Krone gekommen. Wir haben alle im Stich gelassen. Wir haben versagt. Muschelstadt. Ja, Shell City. Wir haben es nie bis zur Muschelstadt geschafft. Muschelstadt. Exakt, Kumpel. Der Ort, den wir nie erreicht haben. Muschelstadt. Okay, du fängst an, mich auszutrocknen, Patrick. Nein, schau auf das Schild. Muschelstadt. Seegeschenke und Verschiedenes. Muschelstadt ist ein Andenkenladen? Aber wenn das Muschelstadt ist, wo ist dann die Krone? Yay! Wir haben es geschafft. Oh! SpongeBob, Kumpel, stirb jetzt nicht. Wir sind so weit gekommen. Ich muss einen Weg finden, SpongeBob wiederzubeleben. Er braucht Wasser, schnell! Also ich weiß ja, wie das passiert ist mit dem Film. Also Kurzschluss wegen Träne und dann... Ich komm nicht ran. Meine Mutter hat mir sowieso gesagt, dass ich nicht mit Strom spielen soll. Aber ich musste irgendwie Wasser drunter fließen lassen. Ich muss einen Weg finden, SpongeBob wiederzubeleben. Er braucht Wasser, schnell! Das Ding ist heiß. Ich muss schnell etwas Wasser für SpongeBob besorgen, oder er ist erledigt. Ja, aber... Okay, dann springe ich halt eben vom Tisch. Doink. Gehe ich erstmal in den vorderen Teil des Ladens und schaue mich da um. Oh nein, es ist der Zyklop. Lass mich hier raus. Ich sollte diesem Kerl besser nicht zu nahe kommen. Okay, dann gehe ich halt in den hinteren Teil des Ladens. Kletter auf den Tresen. Ja, das werde ich mal machen. Ja klar, da kommt man eben drauf. Eine Brotdose. Sie ist aber zu schwer für mich. Okay, ich kann mir schon vorstellen. Ich springe hier drauf und dann drücke ich auf den Knopf da. Und dann pjong, fährt das da runter und dann kann dieser ich die... Dieser rote Knopf sieht aus, als könnte man damit etwas aktivieren. Aber ich bin nicht stark genug, um ihn zu drücken. Na, dann kletter einfach da drauf. Okay, spring einfach drauf und dann piu, piu, piu. Und dann fliegt das da weg und dann die Spezialeffekte nichts. Und so. Oh, das hat meinen Bauch verletzt. Es sieht so aus, als wäre alles aus der Brotdose herausgeschüttet worden. Okay. Schauen wir uns doch mal an, was da in der Brotdose genau alles drin gewesen ist. Eine Zwiebel. Ah, zum Weinen. Okay, Zwiebel. Okay. Naja, zumindest ein Teil davon. Sie lässt mich schon ein wenig weinen. Okay, gut, jetzt als so großer Fan des Films und bla. Oh, nein, nein, nein. Ach, man kann auch das Inventar einfach mit Rechtsklick öffnen? Okay, das wusste ich auch nicht. Jetzt muss ich weinen und dann passiert alles so wie im Film. Hahaha, das weiß ich ja schon.
Geh da mal hin, bitte. Rechtsklick. Don't. Hau ab. Fang an zu heulen. Da hast du, kleiner Freund. Lass mich dir mit meinen Tränen Leben einhauchen. Plum. Patrick? SpongeBob! SpongeBob! Du lebst! Oho! Hurra! Hurra! Ich bin so froh! Patrick? Ja, SpongeBob? Könntest du jetzt aufhören, mich voll zu heulen? Sicher, Kumpel. Gibt man das jetzt wie im Film? Wow. Was geht ab? Was geht? Es regnet. Patrick, deine Tränen haben die Heizlampe kurz geschlossen und die Sprinkleranlage aktiviert. Jetzt haben wir eine Chance, hier rauszukommen. Bei diesem Wetter? Los geht's! Ich wusste immer, dass es sich eines Tages auszahlen würde, eine Heulsuse zu sein. Ja. Dann springen wir bitte vom Tisch. Ab in den vorderen Teil des Ladens. Dort nehmen wir die Krone und gehen zurück. Patrick, es ist die Krone! Ja, wir haben es geschafft! Komm, lass sie uns nehmen und hier verschwinden! Hurra, die Krone! Nun, das war einfach. Oh, können wir den Hesselhoff auch noch reiten? Ja, aber das wollte ich doch eigentlich damit sagen. Na, jetzt... Ah, geht's mal aus. Okay. Cool. Verlasse den Laden, bitte. Wir haben es geschafft, Patrick. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir nach Bikini Bottom zurückkommen. Keine Sorge, SpongeBob. Wir können den reiten. Den was reiten? Den... Ein mystisches Biest mit einer Brust aus Eisen und Haaren. Er geht an Stränden entlang und hält Ausschau nach Menschen in Not. Wir müssen nur die Pfeife finden. Die Pfeife? Ja, der Lockruf des... Ein aus Chrom kann ihn erzeugen. Hesselhoff. Wenn man sie bläst, kommt er und rettet dich. Hurra! Hört sich ziemlich verrückt an. Ist es auch. Hurra! Hurra! Ich glaube, wir haben keine Wahl. Okay, Patrick. Lass uns diese Pfeife suchen und den reiten. Hurra! Hurra! Tritt den Laden. Schau, da ist was drin. Kann auch wieder in den Laden gehen. Vielleicht müssen wir das auch nochmal machen. Nimm die Muschel. Das ist eine Muschel. Sie hat irgendwie die Form einer Schaufel. Okay, lass mich raten. Wir müssen hier, glaube ich, alles so durch. Haben. Das ist eine Teerpfütze. Sie ist echt klebrig. Ah, lass uns... Ich kann mir schon vorstellen, was passiert. Egal, komm, gucken wir weiter. Bestimmt ist irgendwo ein Stock oder sowas. Hi, was machst du da? Ich suche nach verbuddelten Schätzen. Ihr werdet überrascht, wie viel Zeug die Leute am Strand verlieren. Nein, wäre ich nicht. Und, etwas gefunden? Ja. Ich habe da drüben etwas gefunden. Ich habe es mit einem X markiert. Es ist aber nichts Wertvolles. Mein Metalldetektor zeigt an, dass es aus Chrom ist. Ich kann mich nicht mit Dingen aufhalten, die nicht aus Gold sind. Gold, hä? Ja, Gold ist das einzig wahre, Mann. Ich werde dich beim Wort nehmen. Gut, ich weiß schon, was passiert. Frohes Suchen. Geh zum Ozean. Frag, ob es da markiert ist, das X. Da ist der Stock. Das ist die SpongeBob-Insel. Es scheint ziemlich stark zu sein. Okay, lass uns mal eben aus der Muschel eine Schaufel basteln und dann graben wir die Lockruf-Pfeife eben aus. Und ich werde das einfach jetzt mit dem Teller zusammenkleben. Ach, wir haben auch noch die Krone. Da. Ich hoffe, ihr könnt mir so logisch folgen. Ja, nochmal. Ich hoffe, ihr könnt mir so logisch folgen. So, dann graben wir... Ja, bla. Bla, bla, bla. Geh zum Ozean. Dann graben wir nochmal eben die Chrompfeife des Hesselhoff. Ich weiß, dass das der Hesselhoff ist. Aus und... Ich kann das nicht machen. Nicht jetzt.
Warum nicht? Es sieht aus wie ein X. Warum nicht? Da. Ich kann das nicht machen. Nicht jetzt. Warum? Wir sollten möglichst schnell nach Hause gehen. Ja, bla bla und bla. Hoffentlich ist Mr. Krabs immer noch eingefroren und wurde nicht frittiert. Frittierte Krabbe. Patrick! Okay, dann gehen wir halt dahin zu... Wer weiß, welche unaussprechlichen Gefahren in ihm lauern. Ich für meine Person möchte es nicht herausfinden. Ich habe doch alles geschafft. Mann, dann gehe ich halt mal nach Muschelstadt hin da. Da kann man auch noch reingehen. Ich werde noch lange Albträume von diesem Ort haben. Ich auch. Zieh dir den Laden an. Nee, ich will da reingehen. Ich gehe da nicht noch einmal rein. Auf keinen Fall. Niemals. Nein. Und nein. Ich gehe da nicht noch einmal rein. Nicht. Auf keinen Fall. Niemals. Nein. Und nein. Diese Dinger sollten illegal sein. Diese Dinger sollten illegal sein. Ich verstehe nicht ganz. Ich bin mir nicht sicher, was das ist, aber es verursacht Heimweh. Da ist nichts drin. Ich bin sowas von gerade verwirrt. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Mr. Krabs Leben liegt in meinen Händen. Ich hätte das doch jetzt nicht. Ich will doch einfach nur ausgraben. Kann ich hier vielleicht noch irgendwo hingehen? Geh zum Strand. Sprech den nochmal an. Was machst du da? Ich suche nach verbuddelten Schätzen. Ihr werdet überrascht, wie viel Zeug die Leute am Strand verlieren. Was machst du außerhalb des Wassers? Was machst du außerhalb des Wassers? Ich habe dich zuerst gefragt. Ich bin ein Schlammspringer. Ich kann tagelang außerhalb des Wassers sein. Du auch? Nein. Na dann. In der Tat. Wenn du dieses Chromding nicht möchtest, kann ich es mir dann nehmen? Sicher, du musst es nur ausgraben. Ich habe die Stelle mit einem X markiert. Danke, ich werde gehen. Frohes Suchen. Jetzt aber, komm. Und da. Yay, graben. Yay, wir haben die Chrompfeife. Aha, Patrick, es ist der Lok ruft es. Nein. Ich sage dir, es ist wahr. Blassi. Beruhige dich, Patrick. Ich werde es tun. Und wisst ihr was? Das sparen wir uns bis zum nächsten Mal auf. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Liken und sowas wäre ganz okay. Chabos wissen, was ein Abo ist. Bis zum nächsten Mal. Warte, vorher. Kurz noch das Spiel abspeichern. Hier können wir überschreiben. Haben wir das jetzt gemacht? Speichern erfolgreich? Ja, ich will trotzdem nochmal gucken. In der Tat. Dann sag ich mal, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.